Wegen einer Wanderung Fahrt nach St. Oswald bei Haslach, einem Ort nahe der tschechischen Grenze, mit der mächtigen gotischen Kirche und der dazugehörenden neugotischen Einrichtung. König Oswald, um 604 in England geboren, Gründer vom Kloster Lindisfarne, der Mittelpunkt der Missionstätigkeit, sein Patronat, das englische Königshaus, Kreuzfahrer, Schnitter, Vieh und Wetter. Der Seitenaltar mit der Jungfrau Maria, daneben das Taufbecken mit dem Chorgestühl. Auf der anderen Seite die prächtig geschmückte Kanzel und der Herz-Jesu-Altar mit der Krone des Erntedankes. Die Orgelempore mit Bildern des Kreuzweges. Der Steilstufenweg 70 beginnt des Schwemmkanalweges. Der sehr gut markierte Weg führt mich zunächst zur Landesgrenze und den Schwemmkanal. Besonders interessant der theresianische Grenzstein aus dem Jahr 1788 von der KOK oberösterreichischen Hauptgrenze zur böhmischen Grenze. Heute ein Holzbrett nach Tschechien. In dieser Zeit begann auch der Bau des Schwarzenberger Schwemmkanals, um das Holz vom Böhmerwaldkamm zu Großen Mühl zu transportieren. Hier beginnt auch eine gefährliche Steilstufe für das Schwemmen der Holzscheiter. Nach ca. 800 Meter verlasse ich den Kanal. Wieder gibt es ein Holzbrett hinüber nach Tschechien und der weiße Grenzstein von Österreich. Der Weg führt jetzt durch den Wald stetig weiter hinauf. Thank you.
Hier stehe ich schon in Tschechien. Und so sehen die von Tschechien Kommenden die Grenze nach Österreich. Nicht weit von dieser jetzt offenen Grenze befindet sich das ehemalige, im Ersten Weltkrieg im Jugendstil-Elementen erbaute Zollhaus. Es wurde erst 1978 als Zollhaus geschlossen. Und das war der Weg von St. Oswald zum Schwemmkanal und Grenze. Die Steilstufe hinauf und weiter zum Böhmerwaldkamm. Wieder zur Grenze und am Zollhaus vorbei hinunter nach St. Oswald und Heimfahrt.